Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Interviewreihe der Velo 2020 zum Thema gewerbliche Lastenradnutzung. Ich begrüße ganz herzlich Ralf Bogdanski. Er ist Professor für Logistik und Umweltmanagement an der TH in Nürnberg. Er forscht im weitesten Sinne zum Thema nachhaltige Stadtlogistik und ist unter anderem Herausgeber des Buches Nachhaltige Stadtlogistik, warum das Lastenfahrrad die letzte Meile gewinnt. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie virtuell bei uns sind. Fangen wir gleich konkret an. Was bedeutet nachhaltige Stadtlogistik und warum gewinnt das Lastenrad die letzte Meile? Ja, auch ein herzliches Hallo zurück aus Nürnberg und freue mich über die Einladung zu dem Gespräch. Ja, nachhaltige Stadtlogistik, was bedeutet das? Da blende ich mal was ein, wie wir hier sehen, zu den externen Effekten. Mhm. Unter nachhaltiger Stadtlogistik verstehen wir eine Logistik, die ihren wirtschaftlichen Auftrag erfüllt. Das heißt, nehmen wir das Beispiel einer Paketbestellung im Onlinehandel. Der Kunde bestellt im Onlineshop. Da besteht eine Geschäftsbeziehung zweiseitig und der Onlineshop beauftragt einen Paketdienst, einen CAP-Dienst. Da besteht dann auch eine zweiseitige Geschäftsbeziehung. Und das kommt dann zur physischen Logistik auf der letzten Meile. Ja, der Kunde wird beliefert. Da werden jetzt unbeteiligte Dritte aber beeinträchtigt. Es entsteht Lärm, Feinstaub, Stickoxide, Treibhausgase, wenn wir das normale motorisierte Nutzfahrzeug eben in allermeisten Fällen ein Diesel zugrunde liegen. So, unter nachhaltiger Stadtlogistik verstehen wir eben eine, die wirtschaftlich ist. Sie muss ihren Zweck erfüllen. Sie muss aber auch ökologische und soziale Ziele erfüllen. Das heißt, diese externen Effekte, Beeinträchtigung unbeteiligter Bürger durch Verkehr, durch Luftverschmutzung und durch Lärm, die darf nicht stattfinden. Das ist das, was wir unter normaler, nachhaltiger Stadtlogistik verstehen. Ja, das vielleicht zu der ersten Frage. Warum kann das Lastenrad die letzte Meile gewinnen? Nun, dazu möchte ich eine weitere Folie mal einblenden, nämlich die hier. Unsere Forschungen haben ergeben, dass unter bestimmten Voraussetzungen etwa 30% des Sendungsaufkommens in urbanen Ballungsräumen durch Lastenräder transportiert werden können. So, und dieses Bild zeigt ja mal den Größenvergleich. Wenn wir so einen typischen Transporter hochlangen, also zum Beispiel einen Mercedes Sprinter, ne, das ist ja so ein ganz typisches Fahrzeug für CAP-Dienste und andere Akteure der urbanen Logistik, der hat 14 Quadratmeter Verkehrsfläche, die er beansprucht. Und Lastenfahrrad, Leitelektrik-Vehikel, LEV, hier abgekürzt in der Folie, das zweispurig ist, und Europalettenmaße transportieren kann. Das braucht 3 Quadratmeter Verkehrsfläche. So, das ist eigentlich selbsterklärend. Ja? Und daraus sehen wir auch, dass es unabhängig ist von der Art des Antriebs. Selbst wenn Sie einen Transporter elektrifizieren, dann hat er zwar lokal keine Lärm- und Feinstaubemissionen mehr, aber Verkehrsfläche braucht er trotzdem genauso wie der Dieseltransporter. Und das ist eben der wirksamste Beitrag zur nachhaltigen Stadtlogistik, den Lastenrad liefern kann. 2-3-Parken entfällt durch diese minimale Verkehrsraumbeanspruchung. Wir entlasten natürlich die Klimabilanz, Lärm, Feinstaub ebenso. Aber dieses soziale Ziel, ja, der Minimierung von Verkehrsraumbeanspruchung, das kann nur ein Lastenfahrrad erfüllen, ein elektrisch betriebener Transporter nicht. Wir brauchen, um das vielleicht auch noch der Vollständigkeit halber anzumerken, natürlich einen Methodenmix. Ja, wenn ich auch diese Folie noch einblenden darf. Natürlich können wir im Lastenfahrrad nicht alles erledigen. 30% ist nicht wenig, aber fehlen ja noch 70% in der urbanen Logistik. Die müssen natürlich weiterhin mit motorisierten Nutzfahrzeugen erbracht werden, wenn die Güter zu groß, zu schwer sind oder die Transportaufkommen auf einer Entladestelle zu hoch sind. Da müssen wir natürlich erdgasbetriebene Fahrzeuge oder batterieelektrisch betriebene Transporter einsetzen. Also das Lastenrad ist eine wirkungsvolle, sinnvolle Ergänzung. Ja, so viel vielleicht mit den drei Folien als Antwort auf diese Frage. Mir ist jetzt gerade noch aufgefallen,
dass wenn man die Herstellung einkalkulieren würde, das sicherlich auch nochmal einen Effekt hat. Ja? Also die Herstellung eines Autos, eines Transporters ist sozusagen im Energieaufwand viel höher als die eines Lastenrades. Man spricht ja vom ökologischen Rucksack, den so ein Transportmittel mit sich trägt. Also beim batterieelektrischen Transporter ist es eben die Antriebsbatterie selbst, die hier erstmal ökologisch amortisiert werden müsste. Dazu haben wir auch schon Berechnungen durchgeführt für die Paketbranche. Also es ist durchaus so, dass das 3 bis 4 Jahre dauern kann, wenn Sie mit Ökostrom fahren, also tatsächlich ausschließlich durch Windkraft oder Solarenergie erzeugten Strom, brauchen Sie 3 oder 4 Jahre im Normalbetrieb eines Paketdienstleisters, bis dieser ökologische Rucksack der Antriebsbatterie erstmal amortisiert ist. Das würde heißen, ab dem 4. Jahr fährt er überhaupt erst klimaneutral. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man weiß, dass diese Fahrzeuge meist im Besitz der Subunternehmer schon nach 3 bis 4 Jahren ausgewechselt werden. Ja, also das beim Lastenfahrrad eben nicht der Fall. Das braucht zwar auch eine Batterie für die elektrische Unterstützung, aber die fällt so gut wie gar nicht ins Gewicht, ne? Weil, sag ich mal, die Masse, die verwendeten Lithium-Ionen-Packs da viel, viel kleiner sind. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Dann haben Sie, Herr Bogdanski, schon bereits im Jahre 2016, 2017 ein Pilotprojekt in Nürnberg gemacht zu Mikrodepots, was Sie initiiert haben. Welche Erfahrungen und Erkenntnisse haben Sie dabei sammeln können? Ja, da greife ich vielleicht auch mal gezielt auf 2, 3 Folien zurück, teile ich nochmal Bildschirmpräsentation. Dieses Pilotprojekt, die Folie mal groß, zum Mikrodepot-Konzept in Nürnberg hatten wir, das hatten wir im April 2016 gestartet, erstmal mit Big Data-Analysen, um die Wirtschaftlichkeit von den Pilotgebieten zu evaluieren. Also man kann nicht einfach so mit dem Lastenfahrrad losradeln. Das betraf ja die CAP-Branche, DPD und GLS waren unsere Projektpartner. Wenn man das nächste Mal analysiert, wo ist das wirtschaftlich logistisch möglich, mit Mikrodepots und Lastenrädern auszuliefern. Und dann haben wir im Jahr 2017 im April mit der praktischen Pilotphase begonnen. Die erstreckte sich dann bis Oktober 2017. Das war so ein halbes Jahr. Und in diesem halben Jahr ist es uns gelungen, die Wirtschaftlichkeit praktisch nachzuweisen. Wir haben mehr als 80.000 Sendungen ausgeliefert mit diesen 6 Monaten und haben dann real über 20% des Sendungsaufkommens in den Pilotgebieten durch Lastenräder ersetzt. Und das ist für unsere Projektpartner auch so ein Erfolg gewesen, dass im November 2017 der Projektcharakter quasi endete und das in einen regulären Geschäftsbetrieb überführt wurde. Ja, das ist auch mit dem Grund, dass wir auch mit dem Konzept mehrfach ausgezeichnet wurden, 2017 in Wien vom VCÖ und 2018 vom Umweltamt und vom Bundesumweltministerium. Wir haben dort wichtige Erkenntnisse daraus gewonnen. Also erstens mal, dass es funktioniert, dass es wirtschaftlich funktionieren kann. Ich muss dazu sagen, unsere Partner DPD und GLS sind völlig subventionsfrei ausgekommen. Es gab also keine Projektzuschüsse für Investitionen in die Lastenräder oder gar für den operativen Betrieb, sondern das ist einzig und allein aufgrund unserer Wirtschaftlichkeitsanalysen von den Unternehmen selbst geleistet worden. Ja, also bezahlt wurde unsere wissenschaftliche Arbeit, wenn Sie so wollen. Die Fördergelder für dieses Projekt sind geflossen in unsere Datenanalysen, in die Konzepte. Aber der operative Betrieb und die Investitionen, die Wirtschaftlichkeit wurden von DPD und GLS selbst übernommen. Und das wurde in der Praxis eben auch nachgewiesen. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Ja, wir haben festgestellt, dass wenn man tatsächlich so in die gewerbliche Anwendung mit Lastenrädern einsteigt, die Beanspruchungen der Technik, der Hardware sehr, sehr hoch sind. Dass also schwerlastfähige Lastenräder, und darunter verstehen wir solche, die eben, wie hier dargestellt, europalettenfähig sind, also 80 auf 1,20 mal Mindestfläche und eine Nutzlast bis 300 Kilo auch transportieren können. Da gibt es nicht so viele am Markt. Und die man kaufen kann, zumindest zur damaligen Zeit, waren das nur sehr wenige. Die haben im operativen Betrieb viele Reparaturkosten und Ausfälle auch verursacht.
Ja. Und das hat uns zu weiterer Forschungsaktivität und Entwicklungstätigkeit mit Partnern geführt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber auch erkannt, dass es Rahmenbedingungen gibt, die die Politik verbessern muss, damit man dieses Potenzial, was Lastenräder im gewerblichen Einsatz bieten, auch wirklich nutzen kann. Es gibt durchaus auch noch Barrieren in Sachen Radwegeinfrastruktur. Das war ja auch vorhin so ein Stück weit mit einer Frage. Ich glaube, da bin ich gar nicht so drauf eingegangen. Da gehe ich mal hier auf die Themen, die wir erkannt haben in unseren Projekten. Ja, also es ist zum einen die Radwegeinfrastruktur. Klar, wir brauchen Mindestbreiten. Wenn wir mit zweispurigen Lastenrädern unterwegs sind, bräuchte man 2 Meter Mindestbreite, bei Begegnungsverkehren sogar noch mehr. In der baulichen Substanz haben wir teilweise auch nur 1 Meter Breite. Ja, da brauchen Sie mit einem zweispurigen Lastenrad nicht drauf. Mhm. Ja, mehrspurige Lastenräder im normalen Verkehrsraum, das zeigt diese Darstellung, führen dazu, dass sie überholt werden müssen. Ja, auch hier ist die Frage der Geschwindigkeitsdifferenz 25 km/h für ein Pedelec, ne? 50 km/h für normale, nicht beschränkte Innerortsstraße. Das ist ein Problem, das ist ein Thema. Auch mit den neuen Abstandsregeln beim Überholen ist das ein Thema, sodass also hier so Fahrradstraßen eine Antwort werden, 30er-Zonen eine Antwort werden, in Gebieten, um das eben ungefährlicher zu gestalten. Das nächste ist die Straßenverkehrszulassungsordnung. Auch das haben wir schon vielfach vorgetragen. Mit den Definitionen, wie ein Pedelec, also zulassungsfrei und führerscheinfrei definiert ist, kann man, sage ich mal, einerseits viel machen, andererseits für Schwerlasträder wieder wenig. Also was die Unterstützung des Fahrers angeht, die Nennleistung. Da ist sicherlich eine Nachjustierung erforderlich. Auf der anderen Seite müssten auch die zulässigen Längen, Breiten und Gewichte beschränkt werden und auch bestimmte Normen geschaffen werden für Schwerlasträder, damit wir eben nicht Fahrzeuge auf die Straße bringen, die in Fußgängerzonen oder ähnlichen Passanten gefährden können. Also da ist sowohl im Bereich der Normung als auch im Bereich der Straßenverkehrszulassungsordnung Arbeit zu leisten. Ja, nächstes Thema sind die Hersteller selbst, mal unabhängig der politischen Rahmenbedingungen, die uns über die Radwegeinfrastruktur und die Straßenverkehrszulassungsordnung gesetzt werden derzeit, müsste sich oder muss sich die Branche auf Standards einigen, wie man Wechselbehälter austauschen kann. Etwas, was eben in der Logistik ja schon seit vielen Jahrzehnten Usus ist, dass Hersteller unabhängig Ladungsträger ausgetauscht werden können. Erst wenn uns das gelingt, in der Branche selbst auch, im Konsens mit der Politik Rahmenbedingungen zu haben und auch Standards selbst voranzutreiben, dann werden wir professionell genug sein, um wirklich diese 30%, die ich nannte, Sendungsaufkommen nicht nur in der Cap-Branche, sondern generell in der urbanen Logistik zu heben. Und bis dahin ist natürlich noch ein ganzer Stück Weg zu gehen. Ja, das vielleicht zu der Frage. Jetzt fällt mir gerade dazu noch auf, weil es ist ja ein Thema im Grunde genommen auch eben nachhaltige Stadtlogistik, die ja wirklich auch sozusagen in diesem Begegnungsraum der Stadt, also zum Beispiel was die Straßenverkehrsordnung betrifft, auch andere Verkehrsteilnehmer betrifft. Ja. Gibt es da auch Bestrebungen, wenn Sie jetzt sozusagen in der Forschung sind, da in Kooperation zu gehen mit sozusagen Verbänden, Forschern, die, sage ich mal, dann das Verhalten von Fußgängern sich eher damit beschäftigen oder von privaten Radnutzern? Weil das ja ein wichtiges Thema ist, sozusagen, dass man eigentlich kooperativ denkt, weil von, zum Beispiel vom Tempolimit 30 würden ja viel mehr profitieren als nur die Radlogistiker oder die gewerblichen Lastenradnutzer. So ist es. Also in der Forschung müssen wir wirklich die Interaktion zwischen allen Verkehrsteilnehmern dort beachten. Also ich habe viele Diskussionen schon geführt, auch mit kommunalen Vertretern, die sagen, naja, so ein Radweg wird ja eben auch von Familien, von Kindern, von normalen Bürgern benutzt. Und wenn da so ein Lastenrad zweispurig daherkommt, das ja mit Fahrer und Gewicht dann bis zu 500 Kilo auch wiegen kann, ist das dann nicht eine Gefahr? Da muss man natürlich eben
drüber diskutieren und Argumente auf den Tisch legen, auch wenn mancher Hersteller das nicht so gerne hört. Nicht alles, was die Straßenverkehrszulassung derzeit erlaubt, ist auch sinnvoll. Ja? Also wir müssen uns auf eine Weise eben auch auf ein sinnvolles Maß begrenzen, an Abmessungen, Gewichten, damit wir eben nicht zur Gefahr werden für andere schwächere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer, dass wir auch die Radwegeinfrastruktur weiter nutzen dürfen. Ne? Ich habe mich beispielsweise beim Bundesverkehrsministerium dafür ausgesprochen, dass die Radwegebenutzungspflicht für Lastenräder mal offiziell nicht mehr gilt. Ja? Wenn es eben denn nicht geht, soll ein Lastenrad auf die normale Fahrbahn dürfen. Aber es muss ein Recht geben. Ja? Also ich habe das umgedreht, also es muss ein Recht auf Radwegebenutzung gehen und Eigenverantwortung der Lastenradlogistiker, natürlich gepaart mit geeigneten Fahrzeugen, diese Vorteile der Radwegeinfrastruktur genutzt werden dürfen, aber es soll keine Verpflichtung geben, was ja auch wieder, sag ich mal, solche Gefahren minimiert. Wenn der Radweg zu eng ist und der Logistiker auf die Straße ausweicht, dann gefährdet er damit eben auch keine anderen Radler, ne, die dort privat unterwegs sind. Und diese Gemengelage, die muss zwischen der Verkehrsplanung der kommunalen, der Verkehrssicherheitsforschung, Sachen Fußgänger, Radfahrer und der Logistik, das muss passieren. Das passiert zurzeit alles nur sehr punktuell. Ne? Also sehr viel vernetzt ist da noch nicht. Ne? Das ist immer so meine Botschaft. Wir müssen Allianzen bilden. Ne? Wir haben also ein neues Forschungsprojekt auch zu laufen. Gebe ich vielleicht auch kurz den Bildschirm nochmal frei. Ganz aktuell noch bis Ende nächsten Jahres ein Forschungsprojekt, wo wir uns genau mit dieser Frage beschäftigen. Ja? Nachhaltige urbane Lastenradlogistik, Pedalistics haben wir das genannt. Da geht es um diese kommunalen Allianzen. Wir wollen also mit verschiedenen Projektkommunen an runden Tischen all diese Fragen diskutieren. Ja, welche Interessen hat die Stadt? Ja, und da ist eben auch Verkehrssicherheit ein Thema. Ne? Klimaschutz, natürlich Verkehrswende, ganz klar, aber die anderen Punkte genauso. Welche Interessen haben Verbände, zum Beispiel die Handwerkskammern und die IHKs, ne? Die gerade für die gewerbliche Logistik eine sehr wichtige Rolle, und die Unternehmer, ne? Die interessiert sind oder die es schon machen, bis hin zum Handel. Und da wollen wir im Prinzip die Treiber einer solchen Entwicklung in Sachen nachhaltiger Stadtlogistik mit Lastenrädern, aber auch die Hemmnisse erkennen, ja, und daraus eben Schlussfolgerungen ziehen und Handlungsempfehlungen für die Kommunen und für die Bundespolitik ableiten. Zweites Handlungsfeld sind dann klar gewerbliche Anwendungen außerhalb der CAP-Logistik, also Pharma und Stückgut, ne? Das noch als Ergänzung. Ja, aber das ist genau ein Punkt. Also dieses Interdisziplinäre, ne, ist ganz, ganz wichtig und ist Gegenstand unserer aktuellen Forschung. Das ist für eine Branche wie CAP mit dem Mikrodepot-Konzept gut funktioniert. Das haben wir schon nachgewiesen. Da gibt es ja viele andere Projekte. Sie erwähnten Komodo, ne, das in Berlin erfolgreich war. Und freut mich sehr, dass dieses Mikrodepot-Konzept jetzt vielerorts schon eine Rolle spielt, aber es ist ja vergleichsweise wenig. Ne? Also von diesem 30% Potenzial sind wir noch sehr, sehr weit weg. Und dass wir da hinkommen, müssen wir eben möglichst viele Branchen und möglichst viele Akteure, Stakeholder, sage ich immer, der nachhaltigen Stadtlogistik an einen Tisch bringen und diese Treiber und Hemmnisse erforschen. Ja, herzlichen Dank. Jetzt sind wir im Grunde genommen mit unserer Zeit schon am Ende. Es ist so spannend, dass ich Ihnen noch lange zuhören könnte und noch gerne mit Ihnen weitersprechen würde. Verraten Sie uns doch zum Abschluss noch, welches Foto Sie sozusagen im Hintergrund mitgebracht haben. Ja, das ist das Foto von der Preisverleihung im Bundesumweltministerium Dezember 2018, die Ausstellung nach der Preisverleihung. Und da im Hintergrund steht das erfolgreiche Projektteam des Nürnberger Mikrodepot-Konzeptes. Und das Lastenrad ist also unser TH-eigenes, unser Projektwerbeträger und auch für Mess- und Forschungsfahrten eingesetzt. Das ist eine Radkutsche, ne, Musketier.
die wir damals verwendet haben. Mittlerweile sind wir ja auch mit anderen Herstellern unterwegs und entwickeln auch ein eigenes Fahrzeug derzeit. Aber ja, das ist aus 2018 Dezember. Und da ist zumindest auf dem Fahrradsitz eine Frau zu sehen, was ja doch bei der Anzahl der Herren sehr erfreulich ist, weil man in diesem Thema ja immer noch leider relativ wenig Frauen sieht. Ja, das ist eine wissenschaftliche Assistentin aus dem Projektteam, die also ganz, ganz viele Test- und Versuchsfahrten auch selber gemacht hat. Und ja, einfach großartig. Und das zeigt eben auch, wenn so ein Lastenrad eben gut konzipiert ist, dann ist das auch keine Tätigkeit, die nur von Männern ausgeübt werden kann, sondern das gibt ein Berufsbild, ein neues Berufsbild des Lastenradlogistikers, das eben nichts mit Fitnesstraining zu tun hat, sondern ist ein Job wie jeder andere auch künftig, hoffe ich zumindest. Das ist doch ein guter Ausblick. Haben Sie herzlichen Dank für dieses Gespräch und vielen Dank auch für Ihre meines Erachtens sehr wichtige Forschung, die hoffentlich sozusagen uns dazu bringt, dass wir mehr Lastenräder auf den Straßen sehen werden und eine nachhaltigere Stadtlogistik und Urbanität vorfinden werden. Vielen Dank, Herr Professor Bogdanski. Sehr gern, ja, vielen Dank.